Nein, jetzt habe ich unabsichtlich eine Schaufel gemacht. Wie in dem, in dem einen, was wir da so privat mal gespielt haben. Wo du aus Versehen 100 Schwerter gebastelt hast. Oder war das hier? Nein, das war schon in einem privaten. Ja, ich hatte die STRG. Ich glaube, es war die STRG-Taste für mich entdeckt. Und hatte irgendwie den Finger immer noch da drauf gelegt. Komischerweise. Mhm. Das kann man lassen. Das müsste man eigentlich hier nur in der Mitte machen. Wollten wir hier nicht noch irgendwie ein Lagerhaus irgendwo hinbauen? Mit einer unterirdischen Bahnstrecke am besten. Wir wollten so viel noch machen, Alte. Können wir hier direkt in die Mitte machen, wollte ich nur sagen. Können wir so ein Lagerhaus hinbauen. Mhm. Eigentlich am Anfang dachte ich so, ja, so eine Koppel oder so, aber jetzt wird sich doch voll anbieten. Ich meine, jetzt reiße ich gerade mal eben hier den Klumpen noch ab. Ich hätte wieder Bock auf den Bauernhof. Wir können ja das Lagerhaus auch so aufbauen, wie wir das Lagerhaus bei unserem Bauernhof gebaut haben. Mhm. Hier oben beim Pferdstall habe ich mir auch gedacht, dass wir da diese Heuballen wieder hinpacken. Ja. Ja, aber wir sind schon ganz schön kreativ. Mhm. Was können wir so aus manchen Kram so machen? Das ist schon geil. Also finde ich persönlich. Ja, man muss ja auch mal bedenken, dass das hier nur so Blöcke sind, ne? Dass man da überhaupt was rausschafft, ist schon kreativ. Mhm. Zum Glück habe ich noch Das macht aber auch gerade Spaß, dieses kreative Sein, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil, warum Leute so gerne Minecraft-Let's Plays gucken. Mhm. Ich meine, ich gucke auch meistens Minecraft-Let's Plays, um zu schauen, wie die anderen ihre Sachen aufbauen. Mhm. Und dann können wir wieder so einen Weinkeller da hinten reinbauen in den. Oh, ja, so richtig mit diesem Torbogen wieder. Ja. Das war so Hammer. Die Leute denken sich so, oh, WTF. Ja. Weinkeller? In Minecraft gibt's gar keinen Wein. Tja. Noch nicht. Noch nicht, genau. Wir sind ja gerade an so einem Adventure-Pack am Bauen. Mhm. Das heißt, also was ich von einem Adventure Pack erwarte, ist neue Monster, neue Rüstung, ja. Vielleicht ein paar neue Nahrungsmittel. Mhm. Das ist vielleicht so, auch mehr Rezepte wäre super. Mhm. Das ist sowohl zum Kochen jetzt. Ja. Und zum Brauen vielleicht auch mal wieder auch wirklich mal so Wein machen. Jo, man kann ja Weintrauben irgendwas machen. Ja, ja, so Weintrauben wären geil. Mhm. Aber guck mal, wie viel Platz wir hier haben. Hier könnte man so ein richtig großes Lagerhaus hinbauen. Daneben noch so ein paar Felder. So, hier habe ich nochmal Dirt. Die Kartoffeln müssen wir unbedingt anbauen. Es kommt ja nicht auf die Idee, die Kartoffeln zu essen. Da haben wir nur 2 Stück von. Hatte ich nicht vor. Gut. Ich sitze so schräg, aber ich kann nichts dagegen tun. Es tut so weh. Ah, warte mal, machen wir meine Haare eben hinter das Ohr. Mein Ohr tut weh, das wird so runtergedrückt. Von dem Ding, von den Kopfhörern. Ich brauche unbedingt neue Kopfhörer. Ich auch. Wenn ich mir aber jetzt fürs Let's Play nochmal richtig dicke holen. Weil man durch diese Kopfhörer hört man wirklich nur den Sprecher und keine Nebengeräusche oder so, ne? Ja. Also jetzt, wenn da jetzt so jemand kommt, sagt, Danny! Würde ich nicht mitbekommen. Machen wir denn zu Silvester ein Let's Shake? Ja, dann setze ich mir eine Maske auf. Ich will nicht, dass mich jemand sieht. Echt? Oder wir zeigen nur die Hände. Können wir eigentlich auch nur zeigen. Ja, wenn du das willst. Ja, ich muss nicht unbedingt, dass jeder meine Fratze sieht. Okay. Bin da nicht so. Für, sagte die Tante, die mal Theater gespielt hat. Da war ja auch noch hübsch. Ach, schade. Ich dachte, wir albern auch rum vor der Kamera. Aber ja, trotzdem machen. Jetzt holst du dir so eine Debitormaske. Der hat sein Gesicht auch schon gezeigt und der ist auch hässlich.
Ich meine, Männer sind immer hässlich. Das war jetzt sehr sensibel von dir. Entschuldigung, das meinte ich so nicht. Ich meinte, dass er überhaupt hässlich ist. Hä? Ich bin begeistert, wie feindlich du bist. Nein, das meinte ich gar nicht so. Ich meinte eigentlich, dass der super hässlich ist und sich trotzdem traut, vor die Kamera zu stellen. Und du bist nicht mal hässlich und du traust dich nicht. Schüchtern. Das meinte ich eher damit. Ja, also ist nicht so meins. Ich stehe schon genug im Mittelpunkt. Wo denn? Auf der Arbeit. Die mögen mich, meine Kollegen. Glaube ich. Ja, und die mögen dich auch so, wie du aussiehst. Nein, ich trage auch den ganzen Tag nur eine Maske. Du hast ja gehört, ich sehe aus wie Schneewittchen. Ja. Hä? Ach so, ja gut. Hat sich erledigt. Hä? Nani? What? Wir laufen hier rum, obwohl Monster sind, es ist dunkel. Ja, ich gehe ja gleich. Ich will ja nur hier noch eben den Weg zu Ende bauen. Fertig. Moment. Dann machen wir das so. Ein wunderhübscher Weg. Hallo, ihr hässlichen Schafe. Gott, da kommt man noch nicht mal rauf. Nicht? Dann eben keine Heuballen da oben rauf, aber eine Treppe gibt es trotzdem. Und deswegen sieht es aus, als wäre da oben was drauf. Oh, man kommt nicht hin. Aber warum machst du nicht so einen Balken hier so runter gerade? Sieht doch kacke aus. Nö, warum? Wenn du das hier als Eckpfeiler nimmst oder so? Obwohl. Es ist nicht direkt hier drüber, ne? Nee, aber. Lass uns erstmal schlafen gehen. Okay. Dann springen wir weiter. Alter, was ist denn da? Stell weg! Ich habe Leitern aufgesammelt. Ein Creeper! Sollte ich die Spawnpunkte vielleicht mal wieder aktivieren? Ich hab noch die von dem anderen Ding. Ich habe den Creeper umgebracht. Sehr schön. Mein kleines, schönes, verkrüppeltes Schiff. Hier sind doch überall unsere Kürbislaternen. Sind doch auch stylisch. Und das war ja erst vor kurzem Halloween. Ja. Ich habe mein Halloween-Bild immer noch nicht fertig. Der Hund. Ich habe vorhin so einen Film mit Chihuahuas geguckt. Chihuahua. Ja. Oh, Chihuahua. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ich fand ihn jetzt nicht so. Der war voll scheiße. Ja. Also, es gibt wirklich schöne Filme, wo Hunde sprechen können, aber das war, gehörte zu denen nicht. Du achtest auf die Zeit, ne? Weil wegen Katzenfüttern und so. Ja. Kurz, ich packe mal wieder bei alles bei Zeug rein. Weil ich faul bin. Ich schon wieder so viel drin, das müssen wir mal sortieren. Ja, hör mal, wir müssen mal hier hinten die Kiste sortieren. Wir müssen eigentlich alles mal machen. So, was brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich? Spitzhacke lasse ich mit, genau wie Sand. Wie macht man denn Heuballen? Weiß ich nicht, ich habe auch jetzt gerade nichts offen. Einfach alles mit Heu voll. Dann kriegt man einen raus. Boah, das ist voll happig. Ich wollte auch ein paar Schafe vermehren. Du kannst aber mal Heu mitbringen noch. Jo. Warte, ich muss mal kurz überlegen, was wir noch brauchen. Irgendwo schießt einer auf mich. Da, im Stall. Ihr habt TNT. Wie wär's denn damit? Für das Skelett, das im Stall ist. Ach komm, TNT hat das Spaß gemacht. Ja. Diese Explosion. Und wer muss dazu sagen, wir waren so ein bisschen Kleinkind und haben so ein bisschen Bum-Bum gemacht. So, ihr dürft ein Baby machen. Ihr dürft auch ein Baby machen. Feine Schafe. Oh nein. Ich hab den Stall aufgemacht. Ach, was ich jetzt auch neuerdings toll finde, ist, dass die Babyschafe ihren Schafmamas hinterherlaufen. Das ist geil, ja. Das finde ich voll süß. Das hast du bei Essen drin, ne? Ja.
Boah, vier Stück, Mann. Vier Stacks? Nein. Vier einzelne. Ach so, und hier sind noch 44. Oh Gott, was bist du gerade, wenn so laut geworden? Aber ich kann wahrscheinlich wieder den... Ich nehme mir jetzt mal hier Zeug und bring das mal weg. Jo. Ich bin ein bisschen müde, aber ich bin heute Morgen auch sehr früh aufgestanden. Warum? Du bist doch bekloppt. Naja, ich habe am nächsten Tag wieder Frühschicht und da ist es ratsam, wenn du, auch wenn du Nachtschicht hattest, und einen freien Tag dazwischen liegst und am freien Tag früh aufstehst, dann bist du nämlich abends wenigstens müde und am nächsten Tag ausgeruht. Ja, ich kenne mich damit nicht aus. Ja, du hast ja kein Schichtsystem. Nee. Aber sei, deswegen ist er jetzt auch arbeiten. Boah, heute muss er voll komisch arbeiten, weil irgendwie... Tani, immer lässt du die Kisten offen. nee, irgendwie ist er jetzt um 17 Uhr gefahren und kommt um 0 Uhr wieder. Mhm. Und das gilt aber als Nachtschicht. Irgendwie. Okay. Das ist irgendwie voll komisch bei dem in letzter Zeit. Ja, ich kann ja Gott sei Dank nicht so lange bleiben, da ich, da ich ja hier mit der Bahn fahren muss und meine Bahn immer so kacke fährt. Also das Späteste, was, wie lange ich bleiben darf, ist bis Mitternacht. Mhm. Und gestern hatte ich ganz wenig Stunden eigentlich. Von 16 bis 22 Uhr. Okay. Das heißt, ich bin um, da Wochenende ist, musste ich 13:50 hier los. Oh, Diego möchte in mein Zimmer. Bin ich 13:50 hier los? Warte mal, ich lasse sie mal kurz rein. Hm. Und um 0 wieder zu Hause gewesen. Kann er die also Tür selbst aufmachen? Krass, Moment. Eigentlich schon. Moment, ich muss mal kurz. Ja. Komm mal rein, Baby. Du hast auch ewig nicht mehr aufgeräumt, ey. Hier liegt ja ganz viel Zeug drin. Moment, ich bin gleich wieder da. Ja. So. Ich räume mal deinen Müll weg. Komm mal her, Diego. Komm her, mein Schatz. Pipi. Was war das? Hier die Kopfhörer. Eigentlich kriegst du die Tür immer selber auf, aber alles hat keinen Bock. Der ist dick geworden. Also dick ist er noch nicht, ne? Aber der hat ordentlich zugelegt, der Diego. Ich habe ihn ein bisschen arg gut gefüttert in letzter Zeit. Du.